spannend, während das nächste Paar ja auf dem Parkett einen tänzerischen Notruf absetzt. Sie tanzen jetzt zu SOS. Ja, und das ist Paar 02, Hubert Neubauer und Katrin Menzinger, und sie tanzen einen Scheif. Du schaust nicht ganz so glücklich aus gerade. Oh ja. Ja? Bin nur ausatmen. Das ist das Walzergesicht gerade noch. Ja, das ist schnell. Das ist schon schnell, aber ihr habt euch nichts geschenkt. Du, ich bin auch ausatmen. Ich kann mich beruhigen. Das ist ein akrobatischer Jive. Ihr fangen wir die Jury zuerst, dann könnt ihr kurz durchatmen und dann raten wir. Thomas. Ja, besonders die akrobatischen Leistungen waren sensationell, das muss man schon sagen. Aber die Zunge halt. Die Show. Auch, war sehr, sehr toll, auch die ganzen Einlagen, die Show-Einlagen. Nur was den Jive betrifft, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Also was denn? Der typische Charakter vom Jive, Rückplatz, Seite und Seite, das war irgendwie nicht so flüssig vorhanden und nicht so in den Boden rein mit Power getanzt. Da waren Unsicherheiten drin, gell? Leider. Ja, hast du das auch so wahrgenommen? Oder? Ja. Nein. Warst du unsicher? Nein, war nicht unsicher. Ich habe mein Leistungspotenzial ausgeschöpft. Ja, um das geht's ja, Nicole. Also ich fand auch ein sehr actionvoll gepackter Jive und auch cool mit diesem Knee-Slide, den du da noch drin gehabt hast. Das war sehr cool von dir. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen ein Fan von dir. Ja, auch wenn das Ganze manchmal noch ein bisschen zu steif ist. Egal, du gibst immer alles, du bist ehrgeizig, aber nicht verbissen. Und du siehst das, du nimmst immer den Rat von der Katrin an. Ich finde zum Beispiel, dass du das Gewicht immer schön vorne oder meistens schön vorne gehalten hast. Und das ist im Jive super wichtig, um auch richtige Rhythmus zu tanzen. Viele Kicks waren drin, also ich habe den Jive sehr gut erkannt. Es kann noch lockerer werden, aber ich finde dich gut. Danke. Dankeschön. Ja, akrobatisch. Also Katrin natürlich, also du stimmst mir zu, wenn ich sage, Katrin ist ein Hammer. Also die fliegt da durch die Luft und landet, als wäre sie federleicht. Du bist ja federleicht, aber ich würde landen wie so, naja, wie halt ich landen würde mit einem Riesenknall. Und bei dir hört man gar nichts. Wobei, wenn du springst, dann hört man auch fast nichts, obwohl du springst wie kein anderer. Er kann nämlich aus dem Stand... Wie hoch kannst du aus dem Stand springen? Also er kann höher springen als ich. Mach du mal kurz, so aus dem Stand, wie hoch? Das ist das gut, ne? Eh nicht schlecht. Und jetzt, Kupo.
ist ja fast peinlich für mich. Ich bin aktive Leistungssportlerin und der überspringt mich da um. Weiß so, ich ist nicht, es, so ist es mit den Schülern, wenn sie die Lehrer überholen. Dankeschön euch beiden. Uffe und Katrin. Mit 3 Sprüngen nach hinten. Aber mehr sind es aber. 0,90, 10, 59, 0,9, 0,2 für Hupo und Katrin. Haben auch 2 Tänze geschafft, jetzt sind sie dran. Schönes Kleid, Katrin, aus dem Aktenvernichter. Na, wunderschönes Kleid. Sehr, sehr leibend, sehr leibend. Danke. Carwash ein bisschen auch. Ah, hat ein bisschen was geschwitzt vor dem Jive. Das ist ja das ist ja wahnsinnig. Wurscht. Aber dass du so hoch springen kannst, überrascht mich natürlich nicht. Ihr trainiert das auch? Naja, aber das ist 30 Jahre her. Bist du aber immer noch hoch? Hallo, ich kenne das in Afrika hin und nur, da springen die Maasai. Du kenntest? Wenn du willst, in deiner Freizeit als Ersatz Maasai arbeiten. Kannst du das einfallen, bitte? Ja, das mache ich. Okay, das check ich da. Latein-Outfits, bist du glücklich? Ja. Schon, passt das. Das Glitzer-Chain. Glitzer-Chain, ja. Lenkt zum Teil für die Schwäche. Ja, man kennt dich ja irgendwie auch als schon einer, der auf seine Kleidung Wert legt. Man kennt dich als konsequenten Haubenträger. Und, das ist nur wegen die Haare. Und du hast da gern so an sag ich mal, unrasiertes Gesicht, so ein Pelz im Gesicht. Und da habe ich mir selber jetzt das Hölzchen geworfen, sehr geschickt, weil Pelz hat in deinem Leben einmal eine große Rolle gespielt. Richtig. Hier war mal in einer Zeitung, da war ich glaube ich 17 Jahre, in einer Zeitung gelesen, ein Popstar, nicht Pelzmantel, John Lennon Brillen. Und ich mir denke, wenn ich mal gut bin, dann brauche ich so einen Pelzmantel. Und wir waren in Schweden um 17 Jahre und ich gehe beim Geschäft vorbei, sehe einen Pelzmantel. 8.000 Schilling, richtig viel Geld. Was waren, das war vor 30 Jahren 8.000 Schilling, hallo. Ich war 17, nicht? Naja. Und da habe ich eben gedacht, wenn ich mal richtig gut bin und in der Öffentlichkeit, jetzt kaufe ich mir den. 8.000 Schilling, aber ich böse mal. Den hast du gekauft. Wir haben ein Foto gefunden. Bitte, wenn ich mir das sehen darf. Schau, das war ein Pelz mit Kapuzen. Ah, das ist die Frisur. Oh mein Gott. Was war das für ein Pelz? Rotzenfell, ne? Das ist ein Rattenfell, hast ich du gesagt. Also Bisamratte. Ich habe mir nie anziehen getraut. Du hast dann nie lange angezogen. Keller gegeben, 8.000 Mäuse hat der Rattenpelz gekostet. Ja. Und du hast ihn nicht getragen. Warum nicht? Ja, weil ich geschaut habe. Weil ich das passt nicht wieder gut. Was hast du gemacht? Hast du ihn eingelagert oder was? Eingelagert. Und dann bei unseren Shows. Nicht? Wir haben Wo hast du ihn eingelagert? Im Keller. Ne? Ein Rattenpelz im Keller einlagern ist praktisch Familienzusammenführung. Genau. Und da hast du aber jetzt schon genau, das ist, als DJ. Als DJ habe ich am Kulmer mal aufgelegt. Und dann habe ich da ziehe ich ihn jetzt an. Das ist jetzt die Zeit, wo ich mich groß rausbringe und da habe ich den Pelzmantel anzuhaben. Also und wenn wir eine Woche weiterkommen, baue ich das Outfit in die Choreografie ein. Ja, ja. Das kann ich mich nicht mehr bewegen. Wenn ich da hinschaue, kann ich mir schon vorstellen, dass das Gerücht stimmt, dass an Hans Hinterseher seine Schurcht ein Pelzmantel angebildet haben. die Punkte. Die Punkte, glaub mal. Thomas. 6. Nicole. 7. Wolasch. 6. Und Hannes, bitte. 6. Dankeschön. Sehr. Sagen Dankeschön für 25 Punkte. 25. Danke dir. 25. Gratuliere zum 50er. Ja.